jetzt ist dieser blöde Rabe wieder im Weg. Ich versuch's einfach mal. Es klappt auf jeden Fall. So, was bringt uns das Ganze? Das ist schon mal gut. Munition ist immer gut. Und was haben wir jetzt hier? Noch kein Brett? Hä? Der ganze Scheiß für Bretter? Nee, ne? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Das ist jetzt so zum Kloppen, oder was? Wofür ist denn das? Mit diesem dicken Brett können Türen verbarrikadiert werden. Soll ich jetzt mehrere davon mitnehmen, oder wie? Nö, das geht doch. Und das Rad da ist unwichtig. Ich nehme jetzt mal die ganzen Bretter hier hin. So. Der Griff klemmt, ich gebe besser auf. Sehr schön. Ja, dann nehme ich meine ganzen Sachen mal wieder hin. Das hat ja sehr viel gebracht, dieser Raum. Ich bin manchmal echt begeistert, was für einen Scheiß man hier manchmal machen muss. Ich möchte meine Sachen wieder hinheben. Oh Mann, ey. Jetzt kriege ich meine Sachen nicht mehr aufgehoben. Ich kriege meine Sachen nicht aufgehoben. Ich will meine Knarre wieder haben. Super. Läuft, ne? Ich fange an, dieses Spiel echt zu mögen. Oh Gott. Ja, danke. Wenn du mir jetzt nicht sofort meine Pistole wiedergibst, ne? Dann raste ich aus. So, wisst ihr, Leute, was? Ich habe die Schnauze voll. Ich lade das Spiel jetzt neu. Beenden. Ja. Und dann laden wir das nochmal neu. Sowas kann doch nicht wahr sein. Wegen so einem Kram wieder da. So, da bin ich wieder. Einmal neu geladen. Ihr habt ja gesehen, was da Tolles passiert ist. Nee, verstehe ich absolut nicht. Wegen der paar Munition, ne? Soll ich da jetzt hinlatschen oder was? Ich glaube nicht. Ich will nochmal eben versuchen, die Magnum zu ergattern. Das machen wir nochmal eben schnell. Und dann gehe ich einfach nach draußen zu, wie heißt er? Marvin. Das ist, glaube ich, auch der Marvin, den wir in Teil 2 dann halb tot in seinem Büro gefunden haben, ne? Müsste der eigentlich sein. Wo ich noch gesagt habe, der sieht aus wie Will Smith. Der müsste das eigentlich sein, ja. Oh, wäre schön, wenn wir hier noch so ein Teil finden. Oh, es ist doch schon wieder einer am Rumkloppen. Komm raus da. Damit die haben. Right. Hey, come on. Danke. Ha. So kriegt man auch Patronen. Ey, jetzt komm da raus. So. Meine Güte. Danke. Ich möchte eigentlich nur die Magnum haben. Mehr will ich gar nicht, Leute. Dann bin ich zufrieden. Ja, genau. Hm, Gesundheit. Irgendwas habe ich da ja verbaselt. Da ist er doch. So. Jim, hat er noch was bei sich? Nicht unbedingt. Okay. Jetzt kommen wir wieder zurück. Auf den Schlüssel pfeife ich da. Wir warten jetzt einfach auf Rita.
dass sie mit dem Bus vorfährt und helfen einfach Marvin gegen die Zombie-Horde da draußen zu kämpfen. Ich denke, das ist das einzige Sinnvolle, was wir tun können. Und mal gucken, was dann passiert. Das war ja der letzte Auftrag eigentlich. Wir sollten nach vorne gehen und... Aga! Hey! So, komm mit, Alicia. Wir beiden Mädels... Tolle Kameraperspektive. Wir beiden Mädels müssen jetzt dafür sorgen, dass Marvin nicht stirbt. Und das tut er ja auch nicht. Jedenfalls noch nicht. Der mutiert ja erst in Resident Evil 2, wie wir wissen. Naja. Alles nicht so toll. Lalalala. Und raus geht... Obwohl... Wir speichern nochmal ab. Ich habe Alyssa dabei. Ja, geh du schon mal raus. Genau, gute Idee. Letzte Abspeicherung für heute und jetzt versuchen wir das Szenario zu beenden. Mein Gott. Wobei ich halt noch nicht glaube, dass das das richtige Ende ist. Irgendwas kommt dann noch. Da kommt doch wieder was ganz Fieses. Das wäre viel zu einfach für das letzte Szenario. Wenn ich daran denke, wie das bei Resident Evil Outbreak 1 war, wo dann der Tyrant zweimal gegen uns antreten musste, oder, ja... Oh, das war der reinste Horror. Deswegen kann das hier nicht so leicht enden. Das glaube ich den ganzen Tag nicht. Nee, nee. Aber mal gucken, was jetzt hier passiert. Bestimmt eine ganze Zombie-Horde. Irgendwas passiert hier. So. Den kann ich... Ich will den gar nicht haben. Ich habe nicht aufgepasst. Ich wurde halt angerufen. Sie ist mit Hilfe unterwegs. Das ist unsere Chance. Wir müssen sie nutzen. Hol so viele Waffen wie nur irgend möglich. Habe ich. Sollen Überlebende im Bahnhof sich hier versammeln? Ja. Klar. Hä? Listen up, everyone. Help's on the way. Get to the front lobby. Mhm. Und jetzt kommt der Final Fight, oder was? Oh, 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 oh. Ich bin gespannt. Und nervös ein bisschen. Und jetzt? Den will ich nicht. Das ist das Messer, ne? Film A. Hä? Was ist jetzt los? Nein! Und ich habe nur eine kleine Knarre und eine Magnum. Und jetzt? Ja, supi. Ich freue mich. Nicht wirklich. Wow. 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 Okay, Lissa ist schon mal da und hilft, das ist nett. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ja, ist toll. Ich habe noch 5 Schuss, okay? Aber ich habe Zeit zum Nachladen. Boah. Hektik, ey. Falscher Knopf.
Mist, ich war fast fertig. Boah, was ist hier los? Wow. Boah. Come on. Hurry. Come on, get in. Is this everyone? What about Marvin? About me. Just get going. No way. I'm not leaving you behind. Whoa. Oh my God. Du fahr doch, du Assi. Marvin! Wow. With courage, you can overcome any hardship. Tired sayings like that don't provide much comfort in reality. All I could do was sit quietly and be thankful for my own sad life. I'm not dead yet. Finde ich klasse, dass man mal erfährt, wie Marvin dahin gekommen ist und die Zusammenhänge jetzt praktisch zu Teil 2. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Aber warum Fortsetzung folgt? Ja, ja, da muss doch irgendwas kommen. Szenario fertig. Mal hin. Wir sind auf Spitze. Rang D. 2 von 3 Überlebenden. Naja, und Spezialobjekt gefunden. Wir haben schon Überlänge produziert. Ich klicke das mal ein bisschen schnell durch hier. So. Was stand da eben? Stand da eben Szenario freigeschaltet? Ja, ne? Ich glaube. Speichern wir mal ab. Ah, ne, ne? Soll das heißen, es kommt noch ein ganzes Szenario? Ah, ich hab's irgendwie befürchtet. Mal eben gucken, ob ich das richtig gelesen habe, was da eben stand. End of the road. Der Countdown begann, jedoch bestand noch Hoffnung. Als Verzweiflung und Anarchie die Stadt entzweiten, galt es zu kämpfen. Ja, Leute, es gibt noch ein Szenario. Das letzte, vermute ich jetzt mal, das entscheidende. Und darauf freuen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil Outbreak File 2. Und bis dahin, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.